das hat man so noch nie gesehen. Also normal ist hier definitiv gar nichts. Also kommt mal mit. Habe ich zu viel versprochen? Nicht, oder? Wer wohnt hier? Sie sind die Architekten von diesem unglaublichen Platz. Hi. Hallo. Philipp, Christian. Hallo. Man sieht aber schon beim ersten Blick, das war jetzt nicht einfach mal so ein Bau, wie man es jeden Tag hat. Was uns ganz wichtig war, ist, diesen Raum zu erhalten. Ja, die Fensterbänder, die es oben gibt, die dann das Licht nach unten spülen und einfach einen flüssigen, zusammenhängenden, flüssigen Raum. Das Herzstück ist eigentlich diese Mittelzone, das ist die Küche, der Küchenblock, den haben wir jetzt nicht ausgelegt. Hausmann oder Hausfrau kocht in seinem Kämmerlein, das ist das Herzstück, darum sind die anderen Lebenszonen gruppiert, alle offen. Was ich hier genial finde, denn auch er integriert sich perfekt, und zwar der Kühlschrank. Würde ich es nicht wissen, würde ich verhungern, aber schau's mal, versteckt. Guck mal, Herr, dann gehen wir mal rauf, oder? Führt sie mich in den ersten Stock? Ja. Seid ihr schon mal im Traum geschwebt? Hier könnte es wahrhaftig, und zwar auf diesem Schlafbalkon, auf jeden Fall ganz schön abgehoben. Besonders aufregend finde ich ja das Badezimmer. Also geschammig darf man in diesem Loft nicht sein, denn es ist ja ein absolutes Highlight, diese Dusche. Also wenn man hier wohnt, braucht man definitiv kein Fitnessstudio mehr, denn die ganzen Stufen hier, die machen einen automatisch zum Sportler und man legt so einige Kilometer hin. Da dahinter befindet sich das Gästezimmer. Ich denke mal so der ziemlich einzig geschlossene Raum. Also wenn ihr jetzt schon beeindruckt seid von diesem Loft, na dann wartet jetzt mal ab, denn jetzt kommt der Wellnessbereich. Eigens angefertigte Badewanne. Wer kann das schon behaupten?